Willkommen zurück, eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic. Wir sind in Phase 2 und wollen uns jetzt doch gleich mal die möglichen täglichen Quests anschauen, die wir in Skettis bei der Himmelswache der Chatari jeden Tag einmal erfüllen können, deswegen ja tägliche Quests, und die uns eben Ruf geben. Die erste finden wir direkt in einem der Gebäude, und zwar hier linkerseits seht ihr einen NPC in einem Käfig. Und ihn können wir aus dem Käfig befreien und dann startet eine kurze Begleitquest, wo wir ihn aus dem Gefängnis der Arakoa quasi heraus begleiten sollen. Das heißt, die Quest geht so lang, bis wir von diesem Gebäude hier runtergekommen sind, und danach kann der Gefangene Himmelswache von allein weiter flüchten. Normalerweise muss man hier noch die ganzen Mobs bekämpfen, die hier patrouillieren. Die sind bisher alle schon getötet. Die einzigen beiden Mobs, die jetzt noch relevant sind, sind die beiden Flügelwachen, die immer erscheinen bei dieser Quest, damit man überhaupt was auch machen muss, wenn das Gebiet so wie jetzt gerade eben abgefarmt ist. Ja, und nachdem wir die beiden Flügelwachen besiegt haben, können wir in Ruhe weiter voranschreiten mit unserem Questgeber. Ja, wenn dir der Ort nicht gefällt, dann genau, schwing die Hufe und wir kommen hier raus. Okay, das dürfte es gewesen sein. Jetzt wird er sich gleich bei uns bedanken und wir haben die erste der beiden täglichen Quests abgeschlossen. Auf der Minimap, wenn ihr Quests die habt, könnt ihr das schön sehen. Aber im Endeffekt sind das 3 bis 4 Locations. Immer wenn zwei dieser Gebäude mit einer Hängebrücke miteinander verbunden sind, dann ist es das Gebäude, bei dem keine Treppe direkt nach unten führt. Da können die diese NPCs in den Käfigen spawnen und man kann eben die Quest dann erfüllen und abgeben. Die zweite Quest haben wir jetzt hier beim Himmelsoffizier Dorin angenommen. Der ist übrigens auch dafür da, die erste Quest abzugeben, oder bei dem kann man die abgeben. Und die zweite Quest, da haben wir jetzt Sprengladungen bekommen und sollen monströse Kaliri-Eier, also von den Vögeln hier, die Eier sollen wir zerstören. Mal gucken, ob wir jetzt gleich welche finden. Wenn es 20 Eier sind, die wir zerstören sollen, ja, da sind welche, dann sollte das kein Problem sein, hier schnell ein paar Eier zu finden. Und da haben wir schon die ersten zerstört. Ja, die befinden sich immer auf den oberen Regionen hier. Den Dachflächen. Teilweise auch bei den untergelegenen Häusern, aber immer auf den Dächern dieser Gebäude. Wir werden dann auch gleich noch sehen, dass die sich ebenfalls noch bei den Baumstämmen befinden können. Und hier muss definitiv einer stark gefarmt haben. Weil so viele Eier sind hier kaum zu sehen. Ja, hier seht ihr es bei den Baumstämmen. Ja, und durchs Benutzen des Items und exakten Zielen werden dann einfach die Eier zerstört. Wichtig ist, werdet ihr dann auch gleich sehen, diese Kaliri fliegen hier die ganze Zeit Patrouille. Und ihr solltet tunlichst vermeiden, denen zu nahe zu kommen. Weil die euch dann verfolgen. Und
Im dümmsten Falle oder fast immer ist es so, dass die euch vom Reitmount holen. Und da ist es egal, ob ihr langsames Reiten, langsames Fliegen oder schnelles Fliegen habt. Die sind schneller als ihr. Die holen euch vom Reitmount runter. Und der Fallschaden kann euch dann töten. Außer ihr habt halt den Vorteil und seid gerade überm Wasser. Oder ihr habt schon genügend Ruf und habt euch einen dieser Umhänge von den von der Ruffraktion gekauft, weil diese Umhänge haben einen aktiven, den man benutzen kann, und das reduziert die Fallgeschwindigkeit, was dazu führt, dass man halt keinen Fallschaden erleidet, weil man ja langsam nach unten segelt und nicht runterfällt wie ein nasser Stein. So, 19 von 20 sind wir hier. Jetzt werden wir noch ein Eis suchen. Gucken, wo wir das jetzt hier finden. Müsste da noch irgendwo, muss da so ein Ei noch mit dabei sein. Genau, da ist noch eins. Ah, das hat der Hortler jetzt sich geholt. Dann wird er sich auch die anderen beiden holen, weil wir ja noch Cooldown haben. Muss da noch irgendwo, muss da noch so ein Ei sein. Da haben wir noch eins. Okay. Ja, ich habe es jetzt hier vermieden, von so einem Kalieri angegriffen zu werden. Ich habe es aber auch schon ein paar Mal erlebt, als ich den Ruf hier in Retail damals noch nachgefarmt hatte, dass ich abgemountet wurde. Also da wirklich aufpassen. Ja, Lust und auf dann ein geben wir die Glas. Quest beim Himmelsoffizieren wieder ab. Kriegen unser Gold, sind auch immer fast 12 Gold, die man da bekommt, und einiges an Ruf. Also die Daily Quest zu machen lohnt sich schon, besonders weil sie halt sehr schnell gehen, ne? Die Escort Quest war ja wirklich innerhalb von Sekunden erledigt und diese Eier zu zerstören eigentlich auch, wenn man ein bisschen aufpasst. So, und hier seht ihr mal alles, was man beim Rüstmeister sich kaufen kann. Da waren die Umhänge mit dabei, da sind Schmuckstücke mit dabei. Je nachdem, was die Leute so ein bisschen noch gebrauchen können. Okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns noch weitere tägliche Quests ansehen werden. Weil es gibt ja auch noch eine zweite Fraktion, bei der wir tägliche Quests annehmen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao.